Hallo und herzlich willkommen, lieber Zwilling, zu einer neuen Horoskoplegung für die Woche vom 17. bis 23. Mai für dich und deinen, ja, für dich in der Liebe. Ja, vielen Dank für eure Abos, für eure Kommentare, für eure Likes, für euer Teilen. Ja, ich freue mich einfach. Danke. Und dann will ich gar nicht lange drum rumreden, sondern wir gucken jetzt einfach mal, was hier nächste Woche für dich, lieber Zwilling, was hier auf dich zukommt, ja? Für die Zwillinggeborenen. Welche Energie? Damit, was haben sie es zu tun in der Woche von 17. bis 23. Mai? Was kommt hier auf euch zu? Was kommt hier auf euch zu? Ach, guck mal, die Vereinigung. Das war ja letzte Woche das Thema so ein bisschen, ja, aus zwei mach eins, dass ihr euer Inneres und euer Äußeres quasi vereinigt. Okay, was kommt hier noch zu auf die Zwillinge? Und wie das aussieht, kannst du das diese Woche umsetzen? Okay. Für die Zwillinge. Was kommt hier auf euch zu? Aber ich glaube, das war's. Ich mische noch dreimal. Eins, zwei, drei. Also, auf dem Unterdeck hat sich noch gezeigt die Trennung. Ja. Also ganz unten kam die hier quasi so raus. Und auf dem Unterdeck vom Stapel, die Knochensammlerin. Und das zeigt dir eigentlich diese Vereinigung, die du aus 2 mach 1 gemacht hast. Ja? Und das liegt hier auch. Ich finde es total spannend, wie Karten das, also, ja, wie die Karten einfach mit einem reden können, ja, wie sie bildlich so krass Vorgehensweisen zeigt. Und genau das liegt hier. Ja, du hast hier quasi aus zwei Teilen, die du warst, ja, das Innen und das Außen. In der Liebe konntest du quasi ein etwas Neues kreieren. Ja, du bist hier die kommende Woche quasi noch in dieser Veränderungsphase. Ja, das hier aus zwei wird eins, also in dieser Transformation. Aber das sorgt hier dafür, dass du unabhängig wirst, ja, dass du freier agieren kannst und dass hier auch alles möglich ist. Ja. Und das freut mich total, liebe Zwillinge, dass ihr hier so wunderbar vorankommt. Okay. Habt ihr denn letzte Woche, als das Thema war, also aus zwei mach eins, habt ihr da Situationen gehabt, wo euch das aufgefallen ist, dass ihr ein inneres Ich und ein äußeres Ich habt? Das wäre noch interessant. Ich würde mich sehr über Kommentare freuen an dieser Stelle. Genau. So, für die Vereinigung bitte. Ja, bist hier auf dem Weg, dass du diese zwei Seiten von dir quasi zu einer machst und dadurch lässt du die Masken fallen. Ja? Und guck mal, auch hier haben wir diese zwei Nasen, ja, also dein Innen und dein Außen oder dein Innen und dein Außen, je nachdem, dass du quasi zu einer Nase vereinst. Für die Transformation. Metamorphose. Was kommt hier noch auf dich zu? Ja. Das bringt dir mehr Stabilität. Ja. Das bringt dir mehr Sicherheit. Das bringt dir mehr Klarheit, was wichtig ist und was nicht. Ja. Für die Unabhängigkeit. Für die Unabhängigkeit.
Was bringt hier? Also, oder ja, für die Unabhängigkeit hätte ich gerne noch eine Karte. Wen haben wir denn da? Ja, mit der Unabhängigkeit kommt hier auch vielleicht, also zwei Varianten, ja. Mit der Unabhängigkeit kann hier das, ich sag mal, das Heilen von Männerthemen ein Thema sein, ja, dass du dich befreist aus unguten Beziehungen, die quasi immer sich im Kreis drehen. Gleichzeitig kann natürlich auch mit der Unabhängigkeit ein neuer Mann kommen, weil du eine neue Person bist, ja, weil du eben nicht mehr, ich sag mal, zwei Teile bist, sondern dich zu einem Teil, also diese Ganzheit bekommen hast, ja. Gut. Für die Knochensammlerin hätte ich gerne noch eine Karte. Ja, du bist hier dich am Verändern. Du hast die Entscheidung getroffen. Ja, und auch hier haben wir wieder aus 2 mach 1, deinen Weg zu gehen, ja, und vorwärts zu gehen und neue Wege zu gehen. Ja, der Kompass zeigt auch einfach neue Wege an. Gut, ich bin sehr stolz auf euch. Sehr gut. Das ist sehr, ja, sehr schön einfach, ja, wenn ihr da so an euch arbeitet und in eine positive Veränderung geht. Ja. Das ist natürlich nichts, was wir von heute auf morgen umsetzen können, sondern das sind viele kleine 1000 Schritte, die uns im Endeffekt dahin bringen, wo wir hin wollen. Aber es ist super schön zu sehen, dass ihr lieben Zwillinge das quasi macht, ja, dass ihr euch weiterentwickelt, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, dass, ja, dass ihr diese Masken im Endeffekt nicht mehr braucht, ja, sondern dass ihr das vereinen könnt. Und das ist etwas ganz, etwas Tolles, ja. Ich bin sehr stolz auf euch. Das macht mich wirklich, ja, das finde ich super. Und das ist keine leichte Aufgabe, ne? Die Routen, das ist immer so, ich sag mal, die Herausforderung, die Lernaufgabe, die Meisterschaft, die wir lernen müssen. Und das ist keine leichte Aufgabe, die ihr hier habt, ja. Aber ihr seid auf dem besten Weg, dass ihr, ich sag mal, dahin kommt, wo ihr hinkommen sollt, ja. Dass ihr eins werdet und dass ihr dann auch frei sein könnt und unabhängig und nicht mehr in toxischen Beziehungen sein müsst, ja, weil in dem Moment, wo wir frei und unabhängig sind, können wir selbst entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Und dann kommen eben auch neue Menschen auf uns zu, die eben das widerspiegeln, ja. Genau. So, ich will gar nicht so lange reden, wenn es nicht sein muss. Aber also sehr schön, ja, tolle Energie. Und hier haben wir die Zwischenwelt. Und das ist genau, du bist gerade auf diesem Weg, ne, das zu tun. Wir schauen bei Vimeo. Den weiterführenden Link findet ihr unterhalb des Videos in der Infobox, was hier mit deinem Gegenüber ist, ja, wie er sich fühlt, wie es ihm geht, wie er diese Situation wahrnimmt. Mit den kleinen Denouements gucke ich wie bei dir quasi nochmal hier in die Tiefe hinein. In Bezug auf ihn. Mit den Sexual Magic Tarot gucke ich, was sich partnerschaftlich zeigt, ja, ob eine Partnerschaft sinnvoll ist. Vielleicht sehen wir auch, ob es zwei Männer sind oder ob es ein bestehender Mann ist oder ob es ein neuer Mann ist. Ja, das kann natürlich sein. Wenn sich zwei Männer zeigen, dann schaue ich hier natürlich auch auf zwei Männer. Und mit dem Karten der Liebe, der Engel, gucke ich hier einfach nochmal nach einer Botschaft für dich, ja. Ich habe die Videos extra so gewählt, dass sie mit 3,50 € ungefähr plus minus für jeden machbar sind, ja. Genau, aber es ist einfach eine kleine Wertschätzung für meine Arbeit hier. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich, wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen und falls nicht,
hören wir uns, sehen wir uns die Tage. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss.